Im Ruhrgebiet geboren, aufgewachsen, groß geworden und dort auch Fußball gespielt und trainiert. Joachim Hopp, einer, der den Pott lebt und liebt. Ich konnte nicht weggehen und ich brauche das hier. Ich brauche diesen Dampf. Ich brauche den Hochofengeruch, die Schlacke. Nein, ich könnte es mir nicht vorstellen, hier wegzugehen. Der ehemalige Bundesligaspieler vom MSV Duisburg und die heutige Glitzerwelt der Fußballprofis. Es gibt nur wenige kleine Schnittmengen zwischen damals und heute. Wenn ich dann manche Spieler da rumlaufen sehe, da sind einige Spieler, die haben mehr Farbe auf der Haut, als ich auf dem Auto habe. Ja, die Tattoos und von oben bis unten. Sie haben mehr Gel in den Haaren als ich. Gut, ich habe jetzt natürlich wenig Haare, ne? Kann natürlich so viel wenig Gel reinschmieren. Ja. Ist schon sehr extrem. Wegen genau solcher klaren Ansagen schon früher bei den Fans beliebt. Ein Malocher-Typ, eben einer aus dem Kohlenpott. Diese Tradition, Bergbau, Stahl, Industrie, die hat ja über fast jetzt durch die Zechenschließung hat das ja fast über 80, 90, 100 Jahre geprägt. Und daher steht das Ruhrgebiet einfach für Malocher. Und an diesem Wochenende für das Derby Borussia Dortmund, Schalke 04. Natürlich, klar. Jeder will auf Pole Position, ja, jeder will die Eins sein im Ruhrgebiet. Und letztes Jahr war Schalke vor Dortmund und dieses Jahr ist Dortmund vor Schalke. Also im Prinzip pushen beide Mannschaften, beide Vereine pushen sich gegenseitig. Diese Saison, klar, der BVB vorne mit Meisterschaftsambitionen. Ein Titel, den auch Joachim Hopp gerne mal wieder im Ruhrgebiet sehen würde. Natürlich kann man gebrauchen. Ne? Damit wachsen wir ja alle. Ne? Auch wenn wir, sag ich mal, ob wir Duisburger sind oder Schalker, Bochumer, Dortmunder. Ich glaube, wir würden uns. Wir haben das in den harten Zeiten. Ich kann mich erinnern, als der MSV in Insolvenz gegangen ist. Da standen auf einmal, da haben wir einen Fußmarsch gemacht. Ich von 10.000 Leuten. Und neben mir standen Dortmund-Trikots, Schalke-Trikots, Wattenscheid-Trikots, Essen-Trikots, also Oberhausener. Das hat die Solidarität des ganzen Ruhrgebiet gezeigt. Ja? Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Dortmund Meister wird. Ein schwarz-gelber Erfolg im Revierderby gegen Schalke müsste dann aber auf jeden Fall her, würde für Königsblau aber in Sachen Abstiegskampf nichts Gutes bedeuten, oder? Sie haben natürlich einen Vorteil, ja? Dass Stuttgart so schlecht ist und noch schlechter ist als Schalke. Das ist einfach das, was Schalke 04 rettet. Und dann wären sie doch alle im Pott irgendwie glücklich in dieser ganz besonderen Fußballregion, die er so lebt und liebt.